Was er, Leute, hier ist wieder Draglinus mit Let's Replay Metal Gear Solid 4. Ihr seht es hier, wir sind jetzt ein bisschen weiter, ich habe ein bisschen weiter gespielt. Wir sind genau eigentlich an dieser Stelle, wo wir das letzte Mal so glorios gescheitert sind. Und diese Stelle wollen wir jetzt möglichst ohne den Mark II bewältigen. Die Frage ist, wann wird ein Frosch rauskommen, damit ich ihn erschießen kann? Weil das war ja alles, was mich daran gehindert hat, hier überhaupt Fortschritt zu machen. Die Punkte, die wir dort haben, sind links ein Gecko, ein Frosch, der nicht weiterkommt, und dort der Gecko, den wir dort sehen. So, gerade eben war die Frau, also der Frosch, hier lang gekommen, sodass ich ihn tatsächlich erschießen konnte, also sie. Die beiden dort hinten sind natürlich auch erschossen. Und alles, was bleibt, sind die beiden hier vorne. Nur, vielleicht sollte ich den ganzen Prozess ein bisschen beschleunigen, wenn ich es kann. Notfalls werde ich... Also, wenn das nicht klappt, nicht notfalls. Wenn das nicht klappt, dann werden die Frösche auf meine Position aufmerksam gemacht, weil es kann sein... Na, es klappt. Gut. Es kann sein, dass ich das hier gegen die Kante hier oben geworfen hätte und dann... Naja. Ihr wisst, wo das hingeführt hätte. Ihr solltet zum Ursprung des Geräusches gehen, Frösche. Und zwar auf dem langsamsten Weg, der nur möglich ist. So. Frosch Nummer 2. Ich warte auf dich. Frosch Nummer 2 entscheidet sich spontan für die keine Bockroute. Ich verstehe. Das ist natürlich eine böse Sache. Der muss entgegengewirkt werden. Nur wie? Das Problem ist wirklich, wenn ich da jetzt runtergehe, wird mich Frosch Nummer 2 definitiv entdecken. Der kommt nämlich da lang, sobald ich eine gewisse unsichtbare Linie überschreite. Also werden wir das ganze Spiel einfach versuchen zu wiederholen. Und zwar möglichst auf die Stelle, wo Frosch Nummer 1 starb. Und jetzt gehört. Ach, das war der Gecko. Ich wollte mir schon, gerade schon fragen, was springt denn da so dämlich? So. Huch. Ist der Frosch gerade einfach verschwunden? Ah, die Waffe ja auch. Na gut, dann lagen die schon so lange da. Nichts da. Ich zeig dir mal nichts da. Hörst du? Du kommst gefälligst näher. Wow. Ein Glück, dass ich so viele Magazine verschossen habe. Die hat sie nötig. Aber sowas von. Komm her. Ruhe, Gecko. Los, Froschi. Da bist du ja. So, der Weg ist frei. Endlich. Ich warte nur noch, bis Gecko dort hinten nicht unbedingt den Zugstrahl auf mich richtet. Wäre ein Vorteil. Und dann gehen wir hier lang. So. Jeder Gecko kann durch Tarnung durchsehen, was den Stealth-Modus des Mark II natürlich sofort Dingenskirchens macht, nutzlos macht. Und dann werde ich sofort entdeckt. Das ist im letzten Part passiert. Das und nichts anderes. Das ist überraschend gelaufen. Damit habe ich nicht gerechnet. Das habe ich total vergessen. Im letzten Part halt. So. Das sollte doch gehen. Danke fürs Hergucken nebenbei. So, auf dich kriege ich doch auch... Sah nach einem besseren Winkel aus, als ich rausgezoomt hatte. So, die zwei weg. That's essential. Und dann können wir weiterschleichen. So. Dann heißt es, auf die Geckos auf der anderen Seite aufpassen. Ah, da gibt es auch noch welche. Die dort lang rennen werden. Also auf der anderen Seite. Es könnte bloß sein, dass die zu mir rüberlinsen. Und das wäre ein Problem, wenn es passiert. So.
Geckos, Frösche. Ich verwechsel die Namen in letzter Zeit andauernd. Hier ist er. Ja, das passiert, wenn man hier rangeht. Und das ist übel, denn jetzt haben wir zwei Geckos, die wir dort, also auf die wir dort zu achten haben. Pass bloß auf. Wenn mich der Suchtstrahl trifft, dann war es das so ziemlich. Biu, der über meinen Kopf beamt. Snake, use that watertight door to get in. Wir werden. Letzten Endes, wir werden. Aber wir wollen erstmal noch natürlich auf die Geckos achten. Weil jede falsche Bewegung sorgt natürlich für mich. Also für mein Entdecken. Was gut ist, jedes Mal, also hier seht ihr, da brennt es und hier kommen Explosionen. Das ist Feuer von der Missouri, was hier eintrifft. Wenn die Geckos im richtigen Winkel stehen, werden sie davon getroffen und getötet. Darauf baue ich jetzt gerade. Auf gutes Timing. Gutes, exaktes Timing. So bitte, Missouri. Ich meine, wenn man ab einem gewissen Punkt in der Map, wo man dann steht, kann das passieren. Ich wollte mich nur dran lehnen. So in etwa. Damit mein Kopf nicht drüber guckt. Aber nicht drüber klettern. So. Da ist Gecko Nummer 2. Wir sahen das. Und dass er mich so ziemlich anguckt. Und ich habe kein Glück mit dem Missouri-Feuer. So, versuchen wir's. Und drücken. Schnell, schnell, schnell. Gecko kommt. Gecko kommt. Gecko kommt. Und rein. So, geschafft. Naja. War ja gar nicht so schwer letzten Endes. So, nochmal eine PSS aufsammeln. Auch wenn das letzte Schleichsegment im ganzen Spiel war, eine Ration und der restliche Kappes. Und runter. Ich kann jetzt nicht Start drücken, um die Camo zu ändern, möchte ich nur mal so sagen. Ich werde damit rumlaufen müssen. Naja, also das letzte Schleichsegment ist damit geschafft. Der Rest des Spiels wird der Rest des Spiels sein. Also es gibt noch Gameplay-Sachen, aber halt nichts mehr zum Schleichen. Ich würde mal sagen, das kann man eigentlich abspeichern. Machen wir jetzt aber längst nicht, weil diese Aufnahmesession noch längst nicht endet. Oh mein Gott, ich werde das Spiel heute fast durchspielen, aber nur fast. Fürs Ende habe ich leider nicht mehr genug Zeit. So, speichern, neu speichern. Huch, sagt sich nicht gerade, ich werde nicht... Ach, egal. Was soll's. Wenn man halt gerade so kurzsichtig ist, was ich eigentlich im Menü machen wollte, war ja nämlich was ganz anderes. Nämlich, in der Tarnung meine Textur einfach zu Auto setzen. Wobei das nicht nötig war, aber das Gesicht, habe ich überhaupt schon die ganzen Gesichtstarnungs gezeigt? Weil die überall noch neu steht. Der junge Snake, den habt ihr ja gesehen. Und mit Stirnband kann man sich ja vorstellen. Der Metal Gear Solid 1 Snake gab es in der Cutscene zu sehen. Die Raging Beauty haben wir da noch. Die Crying Beauty. Dann haben wir da noch Campbell. Die Laughing Beauty habe ich ja jetzt leider nicht erhalten. Aus Gründen, weil ich sie habe sterben lassen. Aber nicht selbst getötet habe, aber egal. Ottercon haben wir da noch. Raiden mit Visier zu. Raiden mit Visier auf. Und The Rabban. Aber den habe ich ja schon gezeigt. Wie gehen wir auf keinen? So. Oh, warte mal. Drei Beauties? Da fehlt doch noch was. Oh? Thank you.
mal ehrlich, waren diese ganzen Backflips nötig? Ich meine, das waren Treppen. So. Meryl's in danger. Take out the enemy before they get to her. Wir werden es versuchen. Problem ist, ich habe nicht viel Leben. Und meine ganzen Rationen werden jetzt hier verbraucht werden, quasi. Boah, das war mies. So. Wir werden versuchen, hier möglichst ohne Rationsverlust durchzukommen. Haben schon eine verbraucht. Also klappt es natürlich wunderbar. Diesen Teil des Spiels habe ich mich gefürchtet. Also vor diesem. Weil man hier wirklich nichts mit Schleichen hat. Man wird einfach beschossen und wow. Das ist ja nicht so meins. Das hier ist doch nicht Call of Duty. Naja, sag das mal den Fröschen. Und vor allen Dingen kann ich nicht zielen. Was meine Hauptmisere hier auslöst. So. Wo haben wir euch? Ich bedanke mich fürs Nichtschießen. Und fürs Dummsein? Aber wie ich einfach nicht zielen kann jetzt. Das sind perfekte Voraussetzungen für diesen Kampf, sage ich euch nur. Wir werden uns niederlegen und einfach mal eine Spritze nehmen und darauf hoffen, dass alles gut geht. Danke fürs Sterben. So, ich kriege viel Leben dazu. Das ist mein Ziel. Mehr oder weniger? Ja, mehr. Warum denn weniger, bitteschön? Danke, Snake. Aber es reicht. Das bisschen Kotze hält uns jetzt nicht davon ab, Leben zu kriegen. Sie muss sich extra sogar noch hier drüber werfen. Warum macht sie das? Ach so, weil sie tot ist. Deswegen. Ich konnte gerade ihre Animation nicht deuten. Das sah sehr komisch aus. Weil sie hat sich nicht mehr drüber geworfen. So. Der Rest der Frösche ist bei einer anderen Seite. Den Kopfschuss kriege ich damit natürlich nicht wirklich hin. Und ich sag wirklich natürlich, weil es irgendwie... Es sieht nach Kopfschüssen aus, aber keine Ahnung, ob die Kugeln so verziehen oder so weiter. Eigentlich ist die M4 nicht schlecht im Zielen. Und ich habe sogar noch einen Griff dran. Oder habe ich? Naja, egal. Wird schon passen. So, volles Leben, 3 Rationen. Wir haben also nichts verloren, sondern nur gewonnen bis jetzt. So, wir bleiben an dieser Position, weil wir möglichst noch wenig Leben verlieren wollen. Dementsprechend heißt es also... Meine Vision irgendwie so komisch. Ich fühle mich besoffen. Warum haben wir jemanden? Hauptsache, die bewegt sich weg. Da hinten ist ja wirklich jemand. Nein, gar nicht. Was sehe ich denn da? Gar nichts sehe ich da. Wer schießt also? Wir haben logischerweise natürlich Gegner hier überall irgendwo. Unten bei den Sitzen werden die meisten sein. Wir sehen, das dort ist ein Toter. Und dann haben wir Aktivitäten da oben zum Beispiel. Gut. Wow. Das klingt doch gut. Das ist Musik in meinen Ohren. So. Na komm schon. Nummer 2 kommt links hoch und in der Mitte. Mitte wäre dumm, links wäre klug. Oh. Das war eigentlich auch ziemlich klug. Aber wird dir nichts helfen, wenn du dort langläufst. Ohne auf mich zu schießen, versteht sich. So. Und ihr seht, dass dort immer mehr Frösche rauskommen. Deswegen habe ich mich vor diesem Kampf sozusagen gefürchtet. Weil ich nicht wusste, wie werde ich das ohne Rations, ohne viel Rationsverbrauch schaffen. Und das läuft besser, als ich dachte. Ist natürlich nicht klug, in der Mitte rumzulaufen. Versteht sich ja von selbst. Aber hier ist man ein gefundenes Fressen, wenn man still steht eigentlich. Für die Frösche, die zielen normalerweise gut. Normalerweise. So. Mir ist natürlich nicht aufgefallen, dass meine Waffe so ziemlich leer ist.
Und mit so ziemlich, meine ich, einen Schuss, den ich mal nachlade. Und übrigens, falls ihr es nicht gemerkt habt, jetzt kommt eine Cutscene. Meryl. Snake. Normalerweise müssen die doch verpuffen. Und wo kam Johnny her? Und ich freue mich so auf Mantis in Metal Gear Solid 5. Naja gut, ich belasse es dabei erstmal für diesen Part. Danke fürs Zusehen. Kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Part, wo wir Screaming Mantis bekämpfen. Dragline is over and out. Tschüss.